Skifahren im Oktober, umgeben von grünen Hängen. Für die einen ein willkommener Frühstart in die Wintersportsaison, für die anderen eine ökologische Katastrophe. Kitzbühel in Westösterreich setzt seit Jahren auf Altschnee, der aus der Vorsaison aufbewahrt wird und dann auf den herbstgrünen Hängen ausgebracht wird. Die Betreiber können darin kein Problem sehen. Wir haben heuer ein Verfahren eingeleitet, ein naturschutzrechtliches Verfahren, um Genehmigung dieser Pistenfläche, dass wir ökologisch und geologisch mit Fachleuten, Sachverständigen abgewickelt haben und einen Bescheid haben, dass wir 15 Jahre diese Schneedepot am Berg so machen können. Auf energiefressende Schneekanonen verzichtet der Betreiber. Dafür ist es ohnehin noch viel zu warm. Die Grünen jedoch beklagen den klimaschädlichen Ausstoß der Maschinen, mit denen der Schnee ausgebracht wird. Und Umweltschützer mahnen an, den Wintertourismus grundlegend zu überdenken und naturnah auszurichten. Die Wintersportliebhaber kümmert das kaum. Viele Profis bereiten sich hier auf die Wettkämpfe vor und Touristen kommen aus aller Welt, bei Temperaturen um die 12 Grad Celsius. Es ist warm und das ist ein bisschen schwierig zum Skifahren. Aber ja, das ist herrlich, überhaupt die Möglichkeit zum Skifahren. Auch andere Skigebiete in den Alpen setzen auf Schnee aus dem Vorjahr. In Zeiten des Klimawandels wollen sie sichergehen, dass die Saison auch ohne Neuschnee pünktlich starten kann. Wenn die Temperaturen aber weiter steigen, müssen viele Regionen womöglich wirklich grundlegend umsteuern.